uns wird das MRT sehr oft gemacht. Aber wir schauen jetzt mal, welche Patientin profitiert. Ja, danke schön für die Einladung. Jetzt kommt also der böse Radiologe mit seinen vielen Spielzeugen aus dem bösen Kanton, wo es noch kein Screening gibt. Das ist ein schwieriger Stand, oder? Ich kann die Frage, die etwas provokativ gestellt ist, in dem Titel sicher nicht beantworten. Die kann niemand beantworten zurzeit. Sie sehen auch von mir deswegen praktisch keine Zahlen, weil es keine zuverlässigen Zahlen dazu gibt. Was ich aber möchte, versuchen, Ihnen einen Erfahrungsbericht zu geben aus einem etwas speziellen Setting. Sie wissen, Kanton Schaffhausen ist relativ klein, ist überschaubar. Und wir haben die Situation einer praktischen Monopolstellung in unserer Radiologie für ein Einzugsgebiet von etwa 100.000 Einwohnern. Wenn man das hochrechnet mit unseren Mammographiezahlen und der Bevölkerungsstatistik, erreicht man etwa 45% mit dem immer noch opportunistischen Screening. Und daraus generieren sich natürlich zusätzliche Abklärungen und zusätzliche Bildgebung, und wir haben das jetzt in den letzten Jahren systematisch eingesetzt, und die Erfahrungen will ich Ihnen zeigen, ohne dass ich da große wissenschaftliche Daten habe oder Statistiken Ihnen bieten kann. Nur jetzt einmal ganz anders als vom Vorredner, einfach ein Eindruck, was kann die Methode. Es gibt auch deswegen noch keine Zahlen. Das Mammographie-Screening ist ja seit langer, langer Zeit etabliert, und es ist eine einfache und standardisierte Methode. Die anderen bildgebenden Verfahren sind weit weniger standardisiert, und das MRI ist noch gar nicht so lange in der Mammadiagnostik etabliert. Was können wir damit machen? Es ist schon angeklungen, das ist eingeklammert, bewusst. Das primäre Screening beim Risikokollektiv, vielleicht wissen Sie, in Amerika läuft das zum Teil schon mit dedizierten MR-Geräten. Tendenzen dazu sind da, aber das müssen wir noch außen vor lassen. Was interessant ist, ist der Einsatz in der individuellen Mammadiagnostik, also das heißt in dem Moment, wo wir Risikofälle haben. Dort kann man das mit Vorteil einsetzen, vor allem ACR4 Brüste mit sehr dichten Parenchym, wo man das alternierend heute zum Teil macht, also ein Jahr Mammographie, ein Jahr das andere. Und dann ergänzende Abklärungen bei unklarer Mammographie und Sonographiebefund. Sie wissen, das ist nicht streng leitlinienkonform, aber Sie wissen vielleicht auch oder nicht, in Deutschland haben aufgrund dessen mehrere namhafte Universitätsradiologen eine Arbeitsgemeinschaft zur individuellen Mammadiagnostik gegründet und verfolgen das Ziel, dass man das eben weiter abklärt. Genaue Daten gibt es noch nicht. Und dann die Fragestellung im engeren Sinn, Zusatzinformationen beim neu diagnostizierten Mammakarzinom, das überlappt sich mit dem, was der Herr Fehr gesagt hat. Da muss man die Frage stellen, welchen Sinn macht es, kleine Satellitenherde, kleine Zusatzherde, die oft einmal gutmütige Anführungszeichen Karzinome sind, zu entdecken und mitzuerfassen, mitzubehandeln, oder macht es keinen Sinn? Daten dazu gibt es noch nicht, aber Beispiele. Was zwingend ist, wenn Sie das MRI an der Mama einsetzen, muss das, wie auch alle anderen erweiterten bildgebenden Verfahren, also Sonographie, MRI, müssen in gezielte Möglichkeiten zur Punktion oder Lokalisation einmünden, sonst macht das keinen Sinn, eine Mammo-MR zu machen und dann keine Möglichkeit zu haben, so kleine Herde Vakuum zu biopsieren oder zu markieren, macht keinen Sinn. Was auch schon angeklungen ist, das Neueste, ist das dezidierte Mammo-PET, das sind drei Geräte in Europa in Installation mit Punktionsmöglichkeit, also das Spiel kann weitergehen, aber das weiß man also noch gar nicht. Jetzt, wie schaut das in Praxis aus? Zum Einstieg zwei Beispiele, das würde man im Screening natürlich als auffällig deklarieren. Die Patientin ist aber gekommen, weil sie Resistenz links retromammillär gespürt hat. Sehr eindrücklich oder karzinomtypisch ist das nicht gerade. Diffuse Verhärtung, diffuse Verdichtung dort. Sonografisch war das relativ uncharakteristisch, hat ausgeschaut wie ein Mastopathiebezirk. Und das Prinzip muss sein, bevor man sowas punktiert, möglichst das MRI zu machen, denn sonst ist das die Diagnostik deutlich erschwert. Sie wissen vielleicht, MRI ist sehr sensitiv auf alle Blutabbauprodukte, und selbst von einer Feinnadelpunktion können schon so viele Rückstände da sein, dass Sie nichts mehr diagnostizieren können. Und dort zeigt sich jetzt bei leicht seitendifferentem Parenchym diese ausgedehnte und da deutlich sichtbar bis unmittelbar areolär und retromammillär reichende ausgedehnte Anreicherungsformation. Das war ein ausgedehntes DCS Grad 3, das bis nach retromammillär gewachsen ist, ist brusterhaltend therapiert worden aufgrund des Abstandes da,
den man natürlich im Emory an der hängenden Brust ist der Vorteil, dass man den Abstand zur Pectoralis-Faszie sehr gut einschätzen kann, ist mit Areola-Komplex-Resektion brusterhaltend therapiert worden. Da ist eine Patientin, die einen Lymphknoten in der rechten Axilla getastet hat, 45-jährig, diesen Befund hat man dann erst sekundär getastet, die Patientin selber nicht. Und daraufhin hat man das Emory gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt nicht die Tumorausbreitung auf der Seite, sondern diesen kleinen Herd auf der anderen Seite. Die Sensitivität des Emory ist sehr hoch, die Spezifität relativ gering. Auch je nach verschiedenen Arten von Karzinomen kann das Anreicherungsmuster unterschiedlich sein. Aus der Intensität der Anreicherung kann man nicht direkt auf den Grad der Malignität schließen. Aber das war natürlich ein klarer Fall, dass dann in der Second-Look-Sonographie, und das ist bei großen Mame immer wieder so, dass in der primären Sonographie, das ist richtig, wenn man die einfach dazu macht, bei der normalen Mammographie natürlich nicht en Detail die ganze Brust nach solchen kleinen Herden absuchen kann, aber wenn man dann vom MR weiß, wo der ist, dann findet man den. Und sinnvollerweise wird die Diagnostik natürlich integral betrieben und daran kranken auch viele Studien an großen Zentren. Der eine macht die Mammographie oder die kommt aus einem Screening, der nächste macht das Emory, der mehr oder weniger davon versteht, und der übernächste macht die Second-Look-Sonographie. Und dass dann da nichts rauskommt und das nicht effizient ist, das liegt auf der Hand. Wenn man das unmittelbar ans MR anschließend macht, dann detektiert man den Herd, kann den auch punktieren, und schlussendlich war das beidseits ein invasiv duktales Karzinom. Also ich denke schon, dass das ziemlich deutlich ist, dass das nicht ganz irrelevant ist, dass man diesen zweiten Herd, den man weder getastet noch primär sonografisch gesehen hat, miterfasst. Ganz kurz, was brauchen wir für Voraussetzungen für den Einsatz des MAMMR? Es braucht eine Expertise. Also man kann nicht mit 20 MRs im Jahr Erfahrung gewinnen. Das geht nicht. Man muss das schon entweder gar nicht machen oder systematisch einsetzen. Man braucht ein High-End-Gerät, ob 1,5 oder 3 Tesla, das ist prinzipiell egal, und es braucht Spezialspulen, in denen die Brust auch etwas fixiert wird, dass man definierte Bedingungen hat und keine Bewegungsartefakte. Es braucht unbedingt zusätzlich die Möglichkeit der gezielten Intervention und eben die genügende Anzahl von Untersuchungen. Da gibt es ja inzwischen schon Zahlen. Wir haben das Glück, dass wir einen speziellen Mama, nicht nur eine Mama-Spule, sondern Mama-Zusatz haben, das sogenannte, das ist jetzt der Name von dem Anbieter, ich glaube, das haben jetzt andere auch. Sie sehen ja, das ist keine Schleichwerbung, dieses Mammotrack-System, das war das erste in der Schweiz, das wir da gehabt haben, wo die Patientin auf dem Bauch liegt, mit dem Kopf außerhalb der Röhre im Prinzip und mit der Zugangsmöglichkeit dann für Interventionen. Da ist das jetzt auf der Punktionsspule, ist aber dasselbe wie für die Diagnostik. Und Sie haben dann da die Installation für die gezielte Punktion, und Sie können dann das Ganze, in dem Fall jetzt das Foto ohne Patienten, das Ganze abkoppeln vom MR und im anderen Raum die Vakuumbiopsie machen. Das heißt, Sie brauchen dann an sich gar kein MR-gängiges MR-Gerät, den Kontrollen nach der Biopsie, das ist sinnlos bei dem Hämatom, das man da sieht, setzt, sieht man nichts. Also diese Möglichkeit muss gegeben sein, wenn man diagnostisch einsteigt. Da haben wir jetzt ein Beispiel ACR4-Brust. Risikosituation, 60-jährige Patientin, kein Tastbefund, in der Mammographie nichts abzugrenzen, sonografisch nichts abzugrenzen, im MRI, das man alternierend nach einem Jahr dann gemacht hat, dieser auffällige, längliche, lanzettförmige Anreicherungsbezirk, hochverdächtig auf ein DCS, und dann kommt da entsprechend natürlich die Biopsie, die kann man nicht in selber Sitzung machen, weil die Kontrastanreicherung natürlich dann schon da ist, das muss man in zweiter Sitzung machen und entsprechend planen. Sie sehen dann in der anderen Bedingung von lateral komprimiert und dann hier die Vakuumbiopsie, und genauso geht man vor bei präoperativen Lokalisationen von unklaren Herden, die man, wenn man es anderswo nicht sieht, auch MR-mäßig machen muss. Dann tut man dort bei jeder MR-Biopsie oder einer sonstigen stereotaktischen Biopsie am metallischen Marker hinein, das kennen Sie, und markieren tun wir das dann im CT, weil das die natürliche Lagerung ist, wie bei der OP. Wenn Sie stereotaktisch irgendwie lokalisieren, ist der Zugangsweg ein ganz anderer. Also da sind etliche praktische Dinge zu berücksichtigen. Ganz klar, das MR ist außerordentlich komplexe, beinhaltet außerordentlich komplexe Informationen und schwierige Auswertung. Die Anwendung ist noch relativ uneinheitlich, es gibt noch keine so definierten Standards. Klar ist aber jetzt, dass die räumliche Auflösung und die Formanalyse der Anreicherungen wichtiger ist als die Kontrastdynamik, und dass die ganzen neuen Entwicklungen, wo es x Forschungen gibt, Diffusion und Spektroskopie und alle wegen mangelnder Ortsauflösung in der Mama nicht geeignet sind und nicht zum Ziel führen.
Ein großes Problem ist die Abhängigkeit des Brustparenchyms von der hormonellen Stimulation. Die neueste Konsensempfehlung ist, zwischen 7. und 14. Tag zu machen. Also mir ist da nicht ganz unabhängig, wenn die Frauen noch am Mens haben. Es hat keinen Sinn, eine dichte Brust schon zwischen 5. und 9. Zyklustag zu untersuchen. Das gibt eine Riesenanreicherung und bringt nichts. Ein Riesenproblem, und deswegen gibt es auch keine, im Gegensatz vielleicht zum Prostata-MR, wo man das ganze Organ rausnimmt, selbst wenn Sie die ganze Brust wegschneiden, gibt es keine Möglichkeit, das wirklich zu korrelieren, wo das, was Sie gesehen haben im R, wo das tatsächlich gelegen ist in der Mammographie oder Sonographie. Sie haben in allen drei Modalitäten unterschiedliche Darstellungen. Die Mammographie mit der Kompression, das ähnelt noch ein bisschen der Situation im MRI. Die Sonographie ist in einer ganz anderen Position. Gibt ja jetzt diese Entwicklungen, automatisierte Sonographie, das ist aber noch problematisch. Und das gleiche Problem stellt sich bei der Korrelation mit der OP-Histologie. Immer wieder erleben wir das in der Tumorkonferenz, heißt ja, wo war denn nun dieser Herd? Ist der mit draußen, ist der nicht mit draußen? Man muss die unter Umständen vorher Clip lokalisieren und dann noch mit das Präparat drin und dann gezielt den Pathologen schauen lassen. Und deswegen gibt es auch keine brauchbaren Studien, weil man nie genau definieren kann, was ist genau das, was das MRI gesehen hat. Und was natürlich klar ist und was man berücksichtigen muss, ein negatives MR kann hochsuspekte Mammographie oder Sonographiebefunde nicht entkräften. Fehlende Kontrastanreicherung hat zwar auch einen hohen negativen prädiktiven Wert, aber ist immer noch dann zu berücksichtigen, man muss mit der anderen Methodik noch weiter kontrollieren. Speziell jetzt zum prätherapeutisch, ich sage jetzt nicht nur präoperatives, prätherapeutisch, es gibt ja auch Fälle, die dann neoadjuvant chemotherapiert werden oder andere Therapien kriegen, auch da sollte man dann vorher das die Ausdehnung definieren. Es geht ja um die Ausdehnung des Primärtumors vor allem in Richtung Pectoralis, das hatte ich schon gezeigt, begleitendes Dezis, Satellitenherden, ipsilaterale Tumorherde mit dem Problem, wie wichtig sind sie, aber wenn man die Möglichkeit der Vakuumbiopsie haben, kann man das dann vorher abklären, vor der eigentlichen Operation. Nicht selten das Zweitkarzinom kontralateral, das mammografisch und sonografisch okkult ist. Der Lymphknotenstatus wird sehr übersichtlich dargestellt mit dem MRI, unter Umständen auch lokoregionäre Knochenmetastasen und ossäre Infiltrationen. Einige Beispiele dazu, dass 60-jährige Patientin mit einer einmalig ganz kurzzeitig aufgetretenen blutigen Sekretion auf der rechten Seite, Erstmammographie, weiß nicht, wie man das im Screening bewerten würde, es ist eine diskrete Seitendifferenz vielleicht, aber das ist auch eine Asymmetrie. Retromammillär war dann eine diskrete Irregularität rechts zu sehen und im MRI, die ist dann punktiert worden und war DCS und präoperativ dann das MRI, also ist nach dem MRI punktiert worden, sonst würden Sie es nicht mehr sehen. Ein ganz ausgedehntes, weit verzweigtes DCS Grad 3, was aufgrund dieser Bildgebung dann und auch auf Wunsch der Patientin primär applaudiert worden ist, die Ausdehnung im Präparat war über 6 cm. Also das würde man nach der Mammographie und gleichweg nach der Sonographie in keinem Fall vermuten, wie ausgedehnt das ist. Und es war also nicht mehr gutmütig. Es war DCS Grad 3 bis weit dort hinter. Da ist eine Patientin etwa 50-jährig mit einem neuen Tastbefund auf der linken Seite, dort oben außen, mammografisch etwas Architekturstörung, auch auf der anderen Seite, sonografisch dort nichts Eindeutiges. Im MRI das eindeutige Karzinom auf dieser Seite, ähnlich intensive Anreicherung an mehreren Stellen in der anderen Brust. Wie gesagt, ohne eindeutiges mammografisches oder sonografisches Korrelat, da haben Sie es jetzt einmal in einer 3D-Darstellung. Der große Tumor da war ein ausgedehntes DCS, ein ausgedehntes invasives Karzinom und dort drüben mehrere Herde, insgesamt 3 Herde bizarrer, irregulärer Anreicherung. Der eine war sonografisch sichtbar und wurde diagnostisch punktiert. Diesen haben wir dann, das kann man nicht demonstrieren, sonst würde das Ganze ja zu lang, diesen haben wir dann sonografisch markiert und anschließend mit dem Titandraht und anschließend die beiden anderen Herde im MRI. Und alles drei war invasiv lobuläres Karzinom. In diesem Fall dann zusätzlich noch die Darstellung, die Achse der Lymphknoten natürlich auch sonografisch fassbar, was Sie sehr gut sehen. In dem Fall ist es aber negativ. Es ist relativ selten der retrosternale Befall, auch bei ausgedehnten Karzinomen. Aber Sie sehen, wie hervorragend Sie da parasternal die Gefäße und allfällige Lymphknoten sehen. Das ist nur ein letztes Beispiel. Etwa 60-jährige Patientin, die da retromammillär links was getastet hat. Auf der anderen Seite klinisch unauffällig,
mammografisch nichts zu sehen, ihm kein Mikrokalk oder ganz angedeutet staubförmig Mikrokalk im oberen und äußeren Quadranten. Und da das invasive Karzinom, was sich auch bestätigt hat, und da diese konfluierende Anreicherung, ausgedehntes kribriformes und solides DCS, was dann natürlich auch entsprechend ausgedehnt operiert worden ist. Wie ist die Datenlage? Schlecht bis gar nicht vorhanden. Es gibt vor Zeitpunkt 2008, 2009 zwei randomisierte Studien, diese Comici-Studie und Monet-Studie. Die Comici-Studie krankt daran, dass zu wenig Expertise im MR dort vorhanden war. Das war erst der Zeit, wo das erst losgegangen ist. Man hat hinterher festgestellt, dass ein Teil der MRs einfach von Allgemeinradiologen, die keine spezielle Mama-Erfahrung haben und auch von der übrigen Mama-Diagnostik nichts verstehen gemacht worden ist. Und diese Monet-Studie krankt daran, dass 50% reine DCS-Fälle waren. Deswegen hat es die Europäische Röntgengesellschaft zusammen mit der Europäischen Gesellschaft für Mama-Diagnostik eine Multicenter-Studie mit prospektiver Meta-Analyse aufgegleist, die geht erst los. Man will also dort dann prospektiv definieren, was gemacht werden muss und dann hinterher postoperativ schauen, was rausgekommen ist mit MR oder ohne MR in diesen Fällen. Erfahrungsberichte gibt es von namhaften Leuten, auch von Sardanelli, die eine Änderung des Behandlungskonzepts in 10-12% der Fälle, also große Brustzentrenerfahrung, Änderungen in 10-12% der Fälle durch das zusätzliche MRI feststellen. Und das ist auch, denke ich, unsere Erfahrung. Markus Eberhardt weiß das. Und ich denke schon, also das ist jetzt ein bisschen außerhalb von der Diskussion vom reinen Screening, wenn wir uns in Fällen bewegen, wo wir Risiko haben, wo schon auf einer Seite ein Herd haben, dass man dann zusätzlich den Aufwand treibt, das finde ich, ist vertretbar und nicht nur Spielzeug der Radiologen, vor allem auch, wenn man berücksichtigt den Aufwand jetzt für diese zusätzliche Diagnostik und invasive Diagnostik im Verhältnis dann zu den Kosten der gesamten Krebsbehandlung. Wenn wir immer sehen, was die Diagnostik an sich im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Krebsfalls doch relativ wenig ist. Und also aus meiner Erfahrung und unserer Erfahrung spricht vieles dafür, das so zu machen, auch wenn es noch keine gesicherten Daten gibt. Dankeschön.